geht vielleicht was über Mario Götze. Geht er rein? Drüber, kein Tor bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat den Ausgleich kurz vor der Pause gemacht. Gute Leistung. Jetzt Hummels am Ball. Erling Haaland. Guter Pass jetzt. Emre Can. Jadon Sancho. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Ecke kommt von Guerrero. Schöne Aktion. Und jetzt die Chance. Ganz knappe Sache, aber doch kein Tor. Auf der Linie können sie gerade noch retten. Ja, ein bisschen Glück war dabei. Oh, Marco Reus. Riesenglück gerade, goldrichtig gestanden auf der Linie, verhindert das sichere Tor. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Das könnte die Führung geben. Noch ist die Chance da. Jadon Sancho trifft. Starke Aktion, da hat er sein ganzes Können wieder ausgespielt. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Die Gäste werden wechseln. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Ja, wir sehen uns die Wiederholung noch mal an. Erst kann der Keeper noch parieren, aber der Rebound, wie man so schön sagt, wird dann genutzt. Kannst du dann auch nicht mehr verhindern. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Emre Can. Jadon Sancho. Guerrero. Sancho mit dem Ball. Da erobert er den Ball. Schönes Anspiel. Jadon Sancho. Geht nach innen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Sie haben Platz. Hereingabe. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da oben, der fordert den Ball. Ganz stark. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Sie werden hier wechseln. Ja, geht gut dazwischen. Dortmund über außen. Den Ball kann er klären. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Klasse gemacht, stark geblockt. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Er geht in den Strafraum. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Stark gearbeitet hier. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Siegtreffer erzielen?
Kann Dortmund hier mehr Druck entwickeln? Im Moment tut sich noch nicht so viel. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Und jetzt wollen sie wechseln. Oh, Marco Reus. Ganz stark abgeblockt. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Könnte die Führung werden. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Keeper geht gut zum Ball, forstet ihn weg. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Da müssen sie aufpassen jetzt. Wieder so ein klasse Pass. 90 Minuten sind vorbei, es steht unentschieden. Jetzt beginnt die Verlängerung. Ich bin gespannt, welches Team hier nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Max. Mohamed Ihat Taren. Flanke jetzt. Weiter gefährlich. Dortmund bekommt den Freistoß. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Dahoud. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Und die Möglichkeit. Da macht er ihn rein. Wichtig für Dortmund. Damit führen sie jetzt. Daniel Malen. Schwach hier von Hummels. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Meunier. Sie stellen die Räume im Moment sehr gut zu. Der Ball ist im Aus. Das gibt Einwurf. Dahoud. Jetzt Hummels. Jadon Sancho. Das macht er gut. Riesenparade. Verhindert hier das Gegentor. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand. Aber das war natürlich eine hundertprozentige. Wird Ecke geben. Kein Grund zur Aufregung. Kopfball geht rüber. Dazwischen gegangen erstmal von Hummels. Das ist jetzt seine Chance. Die Chance. Ball ist erstmal raus. Super Parade. So, einen Durchgang haben wir da noch in dieser Verlängerung. Das ist der Anpfiff. Jetzt läuft die zweite Hälfte in der Verlängerung. Da wäre Platz für den Konter. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Erhan Zahavi! So eine Chance bekommen sie hier vielleicht nicht wieder. Die Riesenchance zum Ausgleich und dann so ein Abschluss. Und in 8 Minuten ist dann auch diese Verlängerung. Könnte der Ausgleich werden. Das ist Abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Und 7 Minuten sind es hier noch.
Und die Balleroberung, wichtig. Oh, viel Platz jetzt. Er hält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. So, Ecke kommt. Und das muss natürlich Abschluss geben. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht noch mal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier noch mal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Könnte der Ausgleich sein. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Die Verlängerung ist durch und wir haben immer... Götze, gefährlicher Pass. Spielt den Ball in den freien Raum. Das Tor muss er machen. Da ist das Tor. Da war er. Das Elfmeterschießen beginnt. Ein ganz sicher verwandelter Elfmeter. Torwart ausgeguckt und dann ganz sicher getroffen. Ja, klasse! Jetzt ist es wichtig, sich nur auf diesen Elfmeter zu konzentrieren. Das war mal ein riskanter Elfmeter. Ja, aber das sah trotzdem sicher und vor allem selbstbewusst aus. Der Elfer sitzt von Marco Reus. Der Druck ist enorm, natürlich, bei diesem Elfer. Und der Ball geht rein. Das war genau so geplant und richtig sicher gemacht. Oh, der geht daneben. Ja, und schon beim Anlauf wirkte er nicht wirklich sicher. Und drin ist er. Das ist fast schon ein unmenschlicher Druck. Denn nur wenn er trifft, bleiben sie im Spiel. Klasse verwandelt! Und jetzt, Freunde, jetzt kann er dieses Spiel hier entscheiden. Was für eine Verantwortung. Wenn er trifft, Wolf, dann darf hier gefeiert werden. Den Ball kann er halten. Ganz stark hier den Treffer verhindert. Tja, das ist also das Aus. Sie sind nicht weiter. Sie scheitern hier im Elfmeterschießen. Aber kann man ihm da einen Vorwurf machen? Ist ja immer auch ein bisschen Glückssache. Reus.